It's your boy, Slimy Penis. Willkommen zurück zu Fallout. Ich habe jetzt seit Jahrhunderten nicht mehr aufgenommen. Um Gottes Willen, wo sind wir denn da? Kate, wie sieht denn das Ödland auf einmal aus? Sind wir hier etwa in Far Harbor oder so? Ja, ja, genau, wir haben Far Harbor angefangen. Far Harbor. Und sollen uns... Musst du deine Sorgen ersäufen? Und wir sollen uns hier um die Leute kümmern. Wir haben den Knilch ja schon geheilt. Das heißt, wir können ihn mal getrost in den Kopf schießen. Kauf meine Waffe. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder! What the fuck? Oh Gott. Wenn das jetzt ein Stream wäre, müsste man das klippen. Nicht schon! Er geht's. Überhaupt niemand merkt was. Er geht hin. Warte mal, ist der Kopf ab. Ah, nicht schon wieder! Richtig sick! Wie heißt der nochmal? Paul oder so? Kann ich das nehmen? Nein. Suchst du einen Arzt? Nein! Ich möchte keine Penisbehandlung, bitte. Dankeschön. Die Festlandbewohner sind die Wurzel all unserer Wurzel. Jedes Einzelnen. Ach so, die ist ja so fies die ganze Zeit, ne? Die will ja nicht mit uns labern. Also, Malöchen, Popöchen. Hier liegt ein Ö. Das ist doch ein Tatpot, isn't it? Was guckst du so? Ach, hier könnt ihr alle nicht sprechen, ihr behinderten so. Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Ja. Pass auf. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Aha. Die Geschichte von Gier, Blut und Rache. Die erzählt doch schon wieder, oder? Von welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor. Sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen. Stark und gerissen. Mit fremder Hilfe. Kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Können wir machen. Was soll ich, wen soll ich umbringen? Meinst du mich? Sag mir, was du brauchst. Lass den Unsinn und sag mir, was du brauchst. Da hat wohl jemand seinen Sinn für Abenteuer vergessen, als er ins Boot nach Cassie, ich habe nicht so viel Zeit, Cassie. Die also, Zeit ist Geld. Kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge. Hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Ghule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. I can do this, Dee. Diese Ghule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie Petey angetan haben. Cassie, die machen wir tot. Die machen wir brutal tot. Die blutige Flut oder auch die rote Kinder Flut. Kinder des Atoms sind gefährlich. Vertrau ihnen nicht. Hallo, Sir. Oh. Du bist einer von diesen Wortbewohnern. Ja, bin ich. Hab von ihnen gehört. Entschuldigung. Entschuldigung. Bisher hatte ich noch nie. Hey. Hey, Entschuldigung. Hallo. Gott, wie siehst du denn aus? Mach dich mal sauber. Butch. Die ist total dirty. Dirty ist auch ein Festlandbewohner. Und ein Sünd. That's a dirty bee. Eine dreckige Biene. Der Eimer ist jetzt fort, den braucht er nicht mehr, gell? Der ist jetzt fort, das glaubst du aber. Hast du einen Grund, auch hier zu sein? Sprich nicht mit Hallo, Kind? Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Oder kleine Frau? Verschwinde, ich Okay, was ist mit dir los? Tony! Hallo! Soll ich dich erlösen, Tony? Tony, Mahoney? Okay, gut. Wir gehen mal noch hier rein und gucken, was im Last Plank so los ist. Es ist ein, ich weiß nicht, wie es für euch ist, wenn so viel vorgetragen wird von den NPCs. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich jetzt nicht durchgehend labere. Ich weiß, ihr liebt meine Stimme. Wenn du ein Zimmer Debbie, hey. Willst, sprich mit Mitch. Nee, ich will mit dir sprechen, Debbie. Das Plank ist die einzige Bar der Stadt. Die Debbie ist so ein Kaliber wie die Kate. Aha, der alte Longfellow, der alte Dreckarsch, der Verschissene. So, Insel einmal nach. Nett. Du hast Kartenmarkierungen interessanter Orte auf der Insel freigeschaltet. Nett. Das finde ich sehr nett.
Leute! Ihm los. Wir versuchen hier eine Unterhaltung zu führen. Klappe zu, Ohren auf! Hallo. Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde? Aufs Haus! Halt dein Guschen, halt dein Guschen, du wirst doch arm! Trinken wir auf Mitch! Mitch, ich hab dir dreimal gesagt, das wird nichts, wenn du immer das alles verschenkst, was du hast. Du dummer. Mitch, ich nehme mal das OP-Tablett, okay? Danke, Mitchy Boy. Kitsch, sperr mal die Mitchy ein. Die Katze, wie sie da rummauert, oh, das gehört, glaube ich, auch uns. Okay, gut, wir labern das doch geschwind mit Mitch. Mitch, Kitsch, Kitsch, Kack. Kickle die Kate. Hey, Mitch. Festlandbewohner, heute ist dein Glückstag. Juhu. Freibier für dich. Yay! Aber ich will keins, Hast du vielleicht was Stärkeres? Du willst es wissen, oder? Mhm. Gefällt mir. Hier, absolute Spitzenqualität. Also, Milch. Trink aus. Wenn du länger hier bleibst und der Nebel dich holen wird, warum nicht den Bauch voller Feuer haben, was? Ich mach da gleich den Arsch voll Feuer, mein Freund. Ich hab erstmal kein Interesse an diesem Fuselkack. Ich muss mich jetzt konzentrieren, mal mit dem Longfellow reden. Und deinem Mantel los. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Alter, hast du schon mal von mir gehört, was ich für ein Boy bin? Was für ein krasser Boy? Ich bin kein namenloser Festlandbewohner. Ich bin hart genug für eure kleine Insel. Ich bin Hans Duckenbauer! Du hast ein bisschen Blei gegen den Rumpf und denkst, du kannst jetzt einfach in den Nebel spazieren? Im Vergleich zum Landesinnern ist das hier ein Kinderspiel. Ja gut, ich sag mal so. Ich hab Fahrhaber geholfen. Ich glaube, ihr alle schuldet mir was. Ein bisschen was Wahres ist wohl dran. Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage. Wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Gut, dann los. Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit. Du Longfellow, du musst genau auf mich hören. Zieh dich aus, geh auf alle Viere, mach die Augen zu. Ich Longfellow, du altes Ferkel. Nicht ins Gras, ohne mich zu besaugen. Ich geh hier raus, weil ich cool bin. Der Mitch ist so ein richtig Wahnsinniger, der einfach Angst bekommt vom Nebel. So ein bisschen wasserspritziges Dämpflein, das war lächerlich. Verschissen lächerlich. Ja, und die Mucke läuft. Ja. Yeah. Mm. Es kam jetzt, glaube ich, 2 Tage kein Fallout. Dafür entschuldige ich mich in aller Form. Aber ich habe einiges zu tun gehabt. Jetzt bin ich aber auch durch. Also ich habe jetzt in der Theorie Semesterferien. Und ja. Semesterferien. Longfellow, was machst du, du Drecksack? Oh, Longfellow, wie sieht's denn hier aus? Lass mal jetzt nicht losgehen. Longfellow! Longfellow, was trinkt ihr da? What the fuck, dude? Kocht ihr da irgend so ein Schweinebärmann? Ach. Longfellow, du bist mir vielleicht ein Grasdackel. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. Gut. Hab ich jetzt Bock drauf, Longfellow. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radex alles heilt. Haha. Ja, ich meine, jetzt ist es im Moment... Warte mal kurz. Was ist das? Fallensteller! Mhm. Als wenn mir jemand eine Falle stellen könnte. Hey, Filmstinder, I'm gonna fuck you up, dude. I'm gonna fuck you so fucking hard up. Bam, Alter! Batsch! Haben wir uns hier verstanden? Mach erst noch deine Fallen weg, bevor du stirbst, du Lurch. Hallo? Ha! Ach komm! Oh, fuck! Alter, was ist denn... Hat die eine Atombombe... Oh, der wurde geschlagen von ihr. Kann das sein? Ah, das ist Kate. Hast du mich jetzt? Ich hatte gerade Gras, der wurde von seiner Kollegin geboxt. Oh, 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 oh. Kate, beruhig dich, der ist schon tot. Ein Rocket Launcher. Ein Stinkpack. Hallo, Monsieur. Kann ich Sie vielleicht mal mit meinem Messer penetrieren? Batsch, Alter! Bam! Destroyed. Denied. Der ist da oben, der andere. Oder die andere. Das ist doch so eine Frage. Warte mal kurz. Whammen.
Wir müssen auch kurz gucken, ob wir irgendwas naschen können. Eiskaltes Bier, was bringt das? Ziehen wir uns jetzt rein. Oh, Leguan-Leckerbissen. Ja, Dörrfleisch. Das müssen wir noch, machen, den Scheiß. Ach, wir haben noch Nuki-Colis dabei. Nee. Ach, das ist doch kacke. Ich hasse es, wenn wir so vollgepackt sind. Also vor allem mit so einem Kram, den wir eigentlich nicht brauchen. Wie Nuki-Coli. I don't need any Nuki-Coli. Quatsch! Jetzt haben wir hier vielleicht irgendwie eine Problematik am Laufen, du und ich? Nein, gell? Sehr gut. Die Kate ist einfach so furchtbar frech. She's fucked, Bob Fricked. Wo ist denn der Longfellow? Der ist da hinten, warte mal. Ich will ganz kurz den Ort hier entdecken, der direkt neben uns ist, dass wir uns da hinporten können. Das Kino oder irgendwas. Und. Gut, hier ist auch nichts. Hoppa! Auf, komm! Also. Oh no, it's the goal! Is it the goal? Geeignete Blutprobe, sehr gut. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir auch alles aktiviert haben. Oder sind das etwa schon die Ghoule, die wir brauchen? Nein. Wir gehen zurück zum Longfellow, wir haben das jetzt entdeckt. Ich wollte das nur kurz haben, dieses Ding. Longfellow! Longfellow! Longfellow, wut auf mich! Der geht einfach ohne uns los. Nein, dude. Stand still, dude. Longy, so nenne ich ihn immer. Longy, ich habe mich um die Boys und Girls gekümmert. Wir können jetzt weitermachen. Aber Mensch, hey, das ist doch falsch. Das ist doch komplett falsch. Ist ja mit Absicht am Anfang in die falsche Richtung gelaufen? Achso, ne, halt. Hier haben wir ihn das letzte Mal stehen gehabt, ne? Jetzt dreht er sich um und geht da lang. Longfellow wehe. Longfellow? Oh. Tiefer Nebel heißt alle Arten von ekelhaften Viechern. Schau. Der Nebel kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz kirre. Der spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt... Longfellow, wir sind das eben schon gelaufen. Erinnerst du dich dran, Dummbatz? Hättest du das nicht auch hier sagen können? You fucking EU. Longfellow, Moment. Jetzt muss ich was machen. Und ich weiß, ich habe diese Kochstation auch gesehen. Das heißt, wir können jetzt gleich ein bisschen caken. Das ist Englisch für kochen. Das kennen viele nicht, diesen Slang. Wow. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Tja, ich bin ja auch ein richtiger Bäcker. Oder halt, Bäcker, das ist irgendwie nicht so gut. Egal. Ich bin Bäcker. Und ich kann den hier machen, guck. Verstehen wir uns, Kate? Komm mit. Warum hat die eigentlich dieses krasse... Ist das das Dönermesser? Ich habe ihr schon so viele Waffen gegeben und scheinbar rafft sie aber nur... oder nicht. Scheinbar rafft sie nicht, wie man mit einer Kugel auskommt. Hier unendliche Male. Oder etwas. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Longfellow. Nebelghoul. Oh, das sind so richtig nebelige Ghoule. Was die alles haben. Was die alles... Oh, oh. Nein, ich wollte eigentlich einen Critical... Oh, ich wollte einen Critical direkt reinhauen, dass er uns gar nicht fisten kann. Was sind das? Zwei Glocken? Das sind, glaube ich, zwei Glocken, kann das sein? Das sah eben so aus wie zwei. Voll die schlechte Animation, Alter. Die haben einfach eine stehende und eine sich bewegende Glock. I can't believe it. Longfellow, wo ist denn der Ghoul, den du gerade gefistet hast? Longboy? Long Dick Johnson? Ist das Auto gerade, das Auto eben gewackelt? Ist der zu schwer, der Ghoul? Bin ich zu schwer? Ich weiß das nicht. Longfellow, komm, lass mal weitergehen. Über den gelangen wir nach Arcadia. Sehr gut. Auf der Straße sind überall Wildspuren. Sei also nicht überrascht, wenn wir es mit Tieren zu tun bekommen. Tiere! Ah! Longfellow! Ich hab schon gegen Viecher gekämpft. Da warst du noch im Sack von deiner Mutter drin, verstehst du? Du hast richtig gehört, ja? Im Sack von deiner Mutter. Davon ist was, Longfellow! Ah! Wölfe! Boah, Tschalla! Legendärer Wolf! Wohl eher legendäre Pussy! Genau, krass, wie die zerstückelt werden. Und jetzt. Boah, fast ein Longfellow nochmal ins Gesicht geboxt. Boom. Ja, ich hab das blöde Wolfsfleisch aufgehoben. Das schmeiß ich jetzt sofort weg. I'm gonna throw it away immediately. Immediately. Longfellow, lass mich ganz kurz richtig speichern, bevor du irgendeinen Schmarrn erzählst. Da sehen wir's gar nicht. Alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Longfellow, hast du schon mal gegen einen Todeskrallen-Alpha gekämpft, der auf Speed ist? Nein? Ich schon. War ziemlich hart. Fuck! Hörst du das? Kriecher.
Gott, wir gehen heim, Longfellow. Ich hab total Schiss. Ich würde jetzt irgendwie mit so einem Alpha schmusen, als so ein Pimmler da anzufassen. Komm her, oh. Ich dachte, sie hat mich gestummt. Sind wir noch klein schon war, da? So bis zu deinem Knie war die ganze Insel von Nebel bedeckt. Ha. Der Nebel verschwand. Ha. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Okay. Nahmen alles als gegeben. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert. Tja, muss halt aufpassen, ne? Immer schön die Augen aufmachen und so. Und nicht zwingend nackt durch den Nebel rennen. Was ist denn das da vorne? Ach Gott, ist das so schä, Longfellow. Ist das schä, du. Aha, ich hab einen Schleicher gefunden. Longfellow, ich will nicht mehr. Mach du die. Was war das? Oh, fuck, dude. Welche sind das noch? Ja, die bekämpfen sich! Woo! Gegen wen kämpfen die? Gegen Myolux? Hier ist eine leckere Granate für euch. Ihr rennt einfach jetzt aus dem Radius der Granate. Bitteschön. Bye, bye. Hopp! Batsch, Alter! Hup, zack! Zack, Chirac! Alter, guck mal, der kann mich gar nicht hitten, der Kerl. Da vorne war noch irgendwas. Ich hab irgendwas noch labern gehört. Irgend so ein... War das lächerlich, Longfellow? Ich dachte, die sind irgendwie schwer, die Gegner. Aber das war ja wirklich überhaupt gar nichts. Schlinger haben eine Vorliebe für Süßwasser. Ein kleiner Schlinger wie die es hier gibt, ist kein großes Problem. Ach so. Aber die Fetten, die können... dreimal so groß wie ein Mensch werden. Hm. Zum Glück sieht man die hier nicht allzu oft. Das klingt ja schon ziemlich nach Seemanns gar nicht. Old Fellow, du alter Sack. Was ist das? Ja, super. Under Heavy Attack. Nee, wir gehen jetzt erstmal nach dahin, wo wir hinwollen. Zeit für einen Drink. Dem geht's zu gut. Wir sind gerade 3 Meter gelaufen. Ja. Fangen schon die Hände an zu zittern. Ja. Weißt schon, wie er ist. Weißt schon, wie er ist, der alte Longfellow, oder? Wow, wow. Long Dong Johnson. Da ist auch irgendwas, eine Höhle. Das erinnert mich voll an Skyrim, diese Höhlenform. Also auf, unten auf dem Radar. Beziehungsweise Kompass. Wo, was? Hello, Child of Atom. Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Ja. Oho, immer mehr Ruhe. Okay? Hast ja recht. Wäre Munitionsverschwendung. Verdirb nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir, nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Also gut, ich höre. Erzähl mir von Atom. Erzählen? Sieh dich um. Du wandelst durch sein Königreich. Ein Land unter heiligem Nebel. Ein Land, das Atom für seine Kinder beansprucht. Und du gehörst zu unserer Familie, wenn er dich für würdig erachtet. Würdig? Was muss ich tun? Es gibt ein Ritual, das seine Kinder durchführen müssen. Wenn du erfolgreich bist, wirst du in unsere Familie aufgenommen. Ich werde mir das mal anschauen. Okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Begib dich zum Nukleus. Dort werden die Atoms Pläne offenbart. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Habt ihr gesehen? Kate hat das nicht gefallen. Tja, Kate, wir haben dich aber schon genuddelt. Kein Nick. Du kannst dich nicht entnuddeln, Mademoiselle. Jetzt ist es ja praktisch egal, was die Kate denkt, weißt du? Wir haben ja diesen Bonus, diesen Verfolgerbonus. Ah, ist das also Arcadia? Voll die schöne Hütte hier drin. Pennen die alle hier? No. Zementsack. Hier wird also der Zement gelagert. Warte, Longfellow, vielleicht ist hier noch was? No. But Longfellow, what are you doing? I got it, dude, I got it. Danke. Und wir sind da. Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, komm vorbei. Hab eine Hütte außerhalb von Far Harbor. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Ja, nice. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für 2 reichen. Longfellow, du alter Säufer. Danke. Ich krieg das jetzt allein hin. Viel Glück da drin.
Und ich meine das Angebot ernst. Wenn du mal gemeinsam in den Wäldern... Ja, ist klar. Klar. Mir fällt gerade eine, klar, klingt der jetzt vielleicht ein bisschen anders, dieser Knilch, also unser Charakter, weil das ja im Nachhinein aufgenommen wurde. Dieses DLC nehme ich an und deswegen ist natürlich der Sprecher vielleicht auch ein anderer. So, wir gehen noch kurz hier hoch und dann gehen wir rein direkt, um noch Arcadia abzuklären. Aha. Hahaha, vier Spider Grenades. Fucking amazing. Sonst nichts? Gut, dann gehen wir, gehen wir mal rein. Zack! Here we go. Die Tastatur leuchtet voll im Bildschirm. Die Tastatur. Aber ich habe es jetzt durchgehend an. Die alte habe ich fast nie angehabt, obwohl die auch geleuchtet hat. Aber die hier ist halt, die leuchtet stärker. Also die leuchtet selbst bei Tageslicht, sieht man die auf der allerersten Stufe schon ganz gut. Die andere war ultra schwach. Es hat echt nur was gebracht oder man hat es nur sehen können, wenn man mitten in der Nacht irgendwie was gemacht hat. Da komme ich nicht auf. Aber... Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir... Das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Synths von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Aha. Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Synth auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas verstörend sein. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist und ich werde versuchen, dir zu helfen. Okay, also folgendermaßen. Ich bin hierher gekommen, um Kazumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kazumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher... Glaubst du, dass Kazumi ein Zünd ist? Puh, keine Ahnung. Wer oder was sie ist, ist unwichtig. Doch, ist es. Sehr sogar. Stell dir vor, du würdest deine Hände ansehen und dich fragen, habe ich die von Geburt an oder wurden sie produziert? Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Immer, das können wir dass ganz einfach testen. Die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben, ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kazumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Zünd? Ich sag's mal so, es könnte möglich sein. Wir sind ja erwacht in diesem, in dieser... Also wir haben ja nur... Oder nee, wir hatten auch noch... Woher soll ich das wissen? Wenn du eine Art Test meinst, muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keinen Test, der nicht tödlich wäre. Du musst stattdessen nach den Anzeichen Ausschau halten. Gedächtnislücken. Ein Gefühl der Einsamkeit. Seltsame Träume, aber letztendlich musst du das entscheiden. Was glaubst du? Hast du deine Menschlichkeit schon mal angezweifelt? Auch immer solche Gedanken habe ich mir jetzt nicht wirklich gemacht. Weißt du, mein Sohn ist weg. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich sag einfach, ich bin Zenf. In mir drin habe ich es schon immer vermutet. Habe ich's mir gedacht. Also, was ist das Erste, an das du dich erinnern kannst? Ich habe meine Family... Ich war bei meiner Frau. Wir sind in den Tag gestartet. Ich musste mich um meinen Jungen kümmern und seitdem ist viel passiert. Aber keine Erinnerung davor. Keine Kindheit. Der erste beste Freund. Der erste Kuss. Ein bekanntes Zeichen. Daten kann man übertragen, aber Gefühle, die bekommt man nur schwer in einen anderen Geist. Ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist.
Aber ich verspreche, dass man dich hier akzeptiert, für welche Wahrheit du dich auch entscheidest. Sehr schön, Dima, sehr schön. Aber ich Danke. Muss mal ganz kurz jetzt mit der Kasumi sprechen. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Freut mich zu hören. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern, Faraday und Chase, vor. Ich bin sicher, du willst mit Kasumi sprechen. Sie arbeitet normalerweise unten. Kann ich sonst noch was für dich tun? Seine Stimme ist so richtig... Ich kann sie gar nicht nachmachen, so richtig chillig. Ich gehöre zu Railroad. Ich gehöre zu einer Gruppe, die es uns hilft. Zu Railroad. Wirklich? Ich verstehe nicht, wie eine Gruppe, die Synths helfen will, ihnen Angst macht und einredet, dass das Untertauchen die einzige Möglichkeit wäre. Ja, sie melden sich freiwillig für die Gedächtnislöschung. Und nicht zu wissen, dass man ein Synth ist, macht es dem Institut schwerer, einen zu finden. Aber zu welchem Preis? Ich weiß, wie beängstigend die Vorstellung ist, gefangen zu werden. Aber das aufzugeben, was man ist, den Kampf, als das akzeptiert zu werden... Das ist, So habe ich das noch nicht gesehen. Tut mir leid. Und ich auch. Dein Herz sitzt am rechten Fleck und es ist nicht fair, dass ich mir aus der Ferne ein Urteil erlaube. Ach Gott, Dima, krass. Gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Leute, genau so müsste eigentlich jeder Mensch sein. Genau so. Und mir tut das auch leid. Bam! Canadier, was ist deine Geschichte? Wir gehen vielleicht erstmal... Ich will alle hier in Arcadia sind also Synths? Ja, entweder waren sie geflohen und wir konnten sie vor dem Institut finden, oder sie waren Opfer einer Gedächtnislöschung und wir haben ihnen die Wahrheit über sie offenbart. Okay. Wer bist du? Jetzt frage Was ich ist halt deine auch. Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Höhle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Dima, ich muss gestehen, das war's eigentlich schon. Dass ich bei den Nazis bin, will ich jetzt nicht zwingend sagen. Bei den Bruderschaft Snazies. Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Hallo Faraday, du ich stehe neben dir. Du musst diese mich... Woche drei Relays rausgehauen. Drei Relays habt ihr rausgehauen? Diese Woche? Faraday, was bist du für ein Bankert? Wer ist das? Hi. Du hast Kasumi hierher verfolgt. Ja. Ich bin beeindruckt. I'm a chaser, Vielleicht you know? Nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich. Aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Ach, Chase. Du meinst also, du hättest es besser machen können? Ich wusste nicht, dass das ein Wettbewerb ist. Ja, absolut. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen. Komme, was wolle. Verstanden? Chase, ich habe ja schon verstanden. Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Ich habe überall in der Gegend Kontakte. Einige aus meiner Zeit beim Institut, einige aus der Zeit danach. Ich kenne die Taktiken des Instituts. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Also kannst du dich auch teleportieren. Also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Ja. Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Nee. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Mm-mm. Ich höre. Gut, ich höre. Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Ich werde sehen. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Du solltest erst einmal mit Brooks in Fahaber reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist okay. Alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Ist es ein Kind oder was? Hä? Wo ist denn die Patricia eigentlich? Ich will jetzt noch ganz kurz runter zu Patricia, bevor jetzt hier irgendwie... Bevor ich jetzt ausmache. Patrice?
Die ist noch tiefer. Wer hockt denn da? Da kann man irgendwas kaufen. Ich will nur schnell gucken, ob sie ein Synth ist. Ich habe nämlich da so einen ganz gewissen Test. Die Schaltkreise. La 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 hinüber. La la. Oh, wir können sie noch gar nicht umbringen. Hassen uns jetzt alle? Was für ein Sicherheitsinspektor ist das, bitteschön? Sicherheit! Wir haben hier unten ein Problem. Ah, jetzt hassen sie mich. Okay, läuft. Gut. Nächstes Mal labern wir sie dann an. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.